Hallo und herzlich willkommen bei Bolt Sportsticks. Freut mich, wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Der Amazon-Bote hat gerade bei mir geläutet und mir ein Paket vorbeigebracht. Und zwar soll darin die Apple Watch Ultra 2 sein. Ich würde vorschlagen, wir packen mal gemeinsam das Paket aus, schauen, ob tatsächlich die Apfeluhr drinnen ist, werden diese dann gemeinsam einrichten. Beziehungsweise werde ich sie alleine einrichten, aber wir werden uns gemeinsam einen Ersteindruck von der Uhr verschaffen. Und ich glaube, ich werde dann 20 Minuten mit der Uhr laufen gehen, 20 Minuten mich aufs Ergometer schmeißen und dann 20 Minuten Krafttraining machen. Und dann können wir uns ja so die ersten Ergebnisse gemeinsam anschauen. In diesem Sinne würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und legen wir los. Achso, ja, eine kleine Ankündigung. Am Wochenende werde ich mit Sandra den Extremtest der Apple Watch Ultra 2 machen, den Extremtest 2.0. Für die Zuschauer, die vielleicht meine Videos noch nicht so lange verfolgen, eines meiner ersten Videos war ein Extremtest der Apple Watch Ultra 1. Und zwar haben Sandra und ich 12 Stunden lang zu jeder vollen Stunde eine 4 Kilometer Runde gemacht. Es war sogar ein bisschen mehr. Ich habe die Apple Watch Ultra 12 Stunden lang durchlaufen lassen und wir haben dann geschaut, ob die Apple Watch Ultra diesen 12-Stunden-Extremtest überlebt, zumindest von der Akkulaufzeit her. Falls euch das Video interessiert und ihr es noch nicht kennt, dann werde ich es hier oder hier oben irgendwo verlinken und ihr könnt es euch gerne noch einmal anschauen. Also noch einmal, verlieren wir keine Zeit und legen wir los! So. Hier haben wir die wunderschöne Verpackung. Kennt man ja vom Design her von der Apple Watch Ultra aus dem letzten Jahr. Auch die Rückseite ist gleich. Ich würde mal sagen, packen wir aus. So. Ja, die schaut schon toll aus. Nachdem ich die Uhr mit dem Trailband bestellt habe, ist auch entsprechend das Beiblatt in diesem Design. Hätte ich das Ocean Band bestellt, wäre hier, glaube ich, Meer oder so oben gewesen oder Wasser halt. Ja, das ist schon sehr nett gemacht mit den ganzen Erklärungen. Hier ist sie und man sieht auch das neue Watch Face gleich. Somit weiß man, das ist die Apple Watch Ultra 2. Hier haben wir das neue Band. Und noch. Zack. Und hier haben wir die Apple Watch Ultra 2. Etwas, das sofort auffällt. Ich hoffe, das sieht man, dass hier nicht Apple Watch Ultra 2 steht, sondern einfach nur Watch Ultra. Wie gesagt, optisch ist sie nicht von der ersten Version oder ersten Generation zu unterscheiden. So. Da ist das neue Band. Wie gesagt, ich gebe alles zur Seite. Oh, das schaut schon toll aus. Innen so graublau, außen hellgrau mit so einem leichten Blaustich und da so ein olivgrün, schlammgrau, falls es diese Farben gibt. Und eines, was man wirklich sagen muss, Apple schafft es, meines Erachtens nach das beste Stoffband vom Gefühl her herzustellen, das es gibt. Also es gibt kein anderes Band, das ich kenne, das sich so angenehm auf der Haut anfühlt. Das muss ich mir immer überlegen, ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, wie es richtig rauf gehört. Ich habe so die Uhr oben. Genau, ich glaube, so müsste es passen. Ah, komm her. So, wir schalten sie ein. Bekommen den Apfel zu sehen. Ich werde auf jeden Fall jetzt die Uhr einstellen, einrichten. Und melde mich dann kurz darauf bei euch. So, zum Anzeigen der App, digitale Krone. Genau das. Zum Zurückkehren noch einmal drücken. So, das ist eine kleine Einführung. Zum Öffnen des Kontrollzentrums Seitentaste drücken, das ist jetzt auch neu. Genau, da muss man immer von unten nach oben wischen. Und nochmal drauf zum Schließen. Da sehen wir schon eine der Neuerungen, das Smart Stack.
Hier Control Center. Ja, das schalten wir gleich aus. Walkie-Talkie brauchen wir nicht. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber früher hat das sehr viel Akku gefressen. Das brauche ich nicht. Hier kommen wir zu unserem neuen Watchface. Werden wir auch gleich bearbeiten. Lünette, was haben wir? Höhe, Tiefe, Sekunden. Gar nichts. Wir nehmen die Höhe, das passt. Stil, wie wollen wir das? Oh yeah. Ja, nehmen wir so den Mittelteil. Sekunden brauchen wir nicht. Nachtsichtmodus können wir eingeschaltet lassen. Farbe, was haben wir hier? Dann lassen wir mal die bunte Variante. Und die Komplikationen kann ich hier dann auch einstellen. Gut, das werde ich aber dann später machen. Wir lassen das mal so. Wir haben ein neues Watchface, das aber mit WatchOS 10 ebenfalls auf die Apple Watch Ultra 1 auch kommt. Für die Action-Taste habe ich die Taschenlampe gewählt. Ja, das ist schon ziemlich hell, das merkt man schon. Wahrscheinlich wird man es jetzt nicht am Video sehen, aber in Natura, ja, das ist schon sehr hell. Ich bin dann schon sehr gespannt, wie das Ganze aussieht, wenn es dann dunkel draußen wird. Ja, so im Großen und Ganzen muss ich sagen, gefällt mir die Uhr sehr gut. Das neue Watchface ist schön, aber mir hat auch schon die Apple Watch Ultra 1 gefallen. Ich würde sagen, wir ziehen uns um und sehen uns bei der Ergebnisbesprechung wieder. Meine Lieben, ich bin wieder zurück. Es ist mittlerweile dunkel draußen, aber das macht nichts. Ich würde sagen, schauen wir uns mal gemeinsam die Ergebnisse an. Ich habe 3 Workouts gemacht. Ich bin gelaufen, Rad gefahren und habe Krafttraining gemacht, jeweils 20 Minuten. Wir beginnen beim Radfahren und hier muss ich euch eines beichten. Ich habe den Brustgurt vergessen. Das heißt, das Ergebnis, das wir hier sehen, ist ein Vergleich der Garmin Epix Pro und der Apple Watch Ultra 2. Beide mit der optischen Herzfrequenzmessung. Dieser graue Bereich hier, das ist ein Pausenbereich. Hier habe ich kurz bei beiden Uhren auf Pause gedrückt, weil ich etwas aufgenommen habe. Der sei bitte zu ignorieren. Nichtsdestotrotz kann man auf jeden Fall erkennen, dass sich die Epix Pro und die Apple Watch Ultra sehr einig waren. Es gibt ein paar kleine Unterschiede und hier ist der einzige größere Anstieg während der Tour. Hier hat die Apple Watch Ultra vom Gefühl her meinen richtigen Puls schneller erkannt. Hier hat die Epix ein bisschen gebraucht, bis sie dann aufgeschlossen hat. Die restliche Fahrt war alles aber wieder synchron. Etwas, das ich bei der Radfahrt getestet habe, ist ein neues Feature, das mit WatchOS 10 gekommen ist, und zwar das Spiegeln der Datenseite auf das iPhone, und das muss ich sagen, ist wirklich eine gelungene Funktion. Hier hat sich Apple wirklich etwas Gutes einfallen lassen, also das hat mir sehr gut gefallen, das werde ich in Zukunft öfters verwenden. Das zweite Beispiel ist das Laufbeispiel. Hier sehen wir wieder so einen großen grauen Bereich. Hier ist mir nämlich etwas passiert. Und zwar bin ich gelaufen, dann ist mir irgend so eine kleine Mücke ins Gesicht geflogen. Ich habe die dann mit meiner Hand weggewischt und unabsichtlich mit dem Daumen dann meinen Beats-Kopfhörer mir aus dem Ohr geschlagen und habe den 6-7 Minuten lang gesucht und habe ihn nicht gefunden. Bitte, dieser Graubereich, den dürft ihr ignorieren. Ansonsten habe ich hier den Brustgurt verwendet mit der Epix Pro. Was wir hier sehen, ist eigentlich ein fast perfektes Beispiel für die optische Pulsmessung auf der Apple Watch Ultra 2. Es gibt eine einzige Stelle, das ist hier, und zwar ist mir hier das Schuhband aufgegangen. Also heute war ein bisschen der Quirks drinnen. Ich bin stehen geblieben, habe es wieder zugemacht und bin weitergelaufen. Mein tatsächlicher Puls ist hier relativ schnell runtergegangen. Da konnte die Apple Watch Ultra den Puls nicht so schnell erfassen. Und wie ich dann weitergelaufen bin, ja, ist die Messung dann auch weitergegangen. Aber diese kleine Lücke hier ist dann entstanden. Aber ja, das ist, glaube ich, zu vernachlässigen. Nachdem ich Radfahren und Laufen war, habe ich dann noch ein kleines Krafttraining gemacht. Und ja, ich weiß nicht, welche magische Zutat Apple verwendet,
Aber das, was der optische Sensor beim Krafttraining hier leistet, ist einfach eine Sensation. Es gibt keine andere Uhr, die nur ansatzweise so ein gutes Ergebnis zustande bringt. Hier muss man sagen, Hut ab vor Apple und ich keine Ahnung, wie sie es machen, aber sie machen es auf jeden Fall sehr gut. Schauen wir uns mal bei der GPS-Messung das Ergebnis beim Radfahren an. In Orange ist die Apple Watch Ultra 2, in Blau die Epix Pro. Ja, bei freier Sicht gibt es überhaupt kein Problem. Das ist ein tadelloses Ergebnis. Hier sieht man ganz genau, wie ich gefahren bin. Beide Uhren sind sich im Großen und Ganzen sehr einig. Ich würde jetzt fast sagen, wenn ich so weit hineinzoome, dass die Epix Pro ein bisschen genauer ist, weil natürlich bin ich da nicht mitten auf der Straße gefahren, so wie die Apple Watch Ultra das hier darstellt, sondern natürlich auf der rechten Straßenseite. Das erfasst die Epix Pro ein bisschen besser. Aber ja, wenn man rauszoomt, sieht man natürlich kaum einen Unterschied. Das gute Ergebnis setzt sich dann eigentlich im Wald fort, auch wenn hier und da mal das Signal ein bisschen auseinander geht oder eine Kurve nicht 100% gleich eingezeichnet wird. Nichtsdestotrotz, auch im dichten Wald, wo hohe Bäume sind, ist das eigentlich für beide Uhren kein Problem und die Apple Watch Ultra zeigt hier ebenfalls ein wirklich sehr, sehr starkes Ergebnis. Beim Laufen sieht das Ganze ähnlich aus. Lediglich, wenn ich zwischen Häusern laufe, man sieht das hier sehr gut, fängt die Messung an, ein bisschen vom Kurs abzukommen. Aber das ist im Prinzip bei allen GPS-Uhren ähnlich. Es gibt aber keine großen Ausreißer und man kann mit dem Ergebnis durchaus zufrieden sein. Ich werde auf jeden Fall die Uhr weiterhin testen, werde mir die ganzen watchOS 10 Feature genauer anschauen und werde auch vielleicht den App Store noch einmal neu durchforsten, um vielleicht die eine oder andere neue Sport-App zu finden. Wie gesagt, als nächstes kommt dann mein Extremtest, die Apple Watch Ultra. Also ich bin mir sicher, das wird wieder eine spannende Geschichte. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. So ein kleines Ersteindruck-Video von der Apple Watch Ultra 2. Über ein Like würde ich mich sehr freuen und natürlich auch über ein Abo, denn ihr wisst, das Like hilft dem Algorithmus und das Abo, das hilft meinem Kanal. Außerdem verpasst ihr dann auch zukünftig keine Videos von mir. Ich wünsche euch alles Liebe, bleibt großartig und bis zum nächsten Mal.